Ja, ich freue mich heute in einem echten Schloss drehen zu dürfen, weil wir ein königliches Thema haben. Wir sitzen hier im Schloss Schönhausen und das sind die Privatgemächer von Königin Elisabeth Christine gewesen, wo ganz viele Bilder von Friedrich hängen, der sie nicht mochte, aber sie ihn sehr verehrte. Und wir haben ein königliches Thema und ich habe eine Spezialistin für das britische Königshaus heute zu Gast, Mareile Höppner. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben. Und wir sprechen natürlich über Streit und Versöhnung. Das liegt ja nahe auch beim britischen Königshaus. Liebe Frau Höppner, Sie haben ja damals das Buch geschrieben, Was kommt nach der Queen? Ich habe es verschlungen, muss ich sagen. Freut mich. Bin mittlerweile ein Fan von Prinz Charles geworden durch das Buch. Wie sind Sie eigentlich auf das britische Königshaus gekommen? Also das ist schon viele Jahre her und das Thema heute Streit und Versöhnung passt ganz wunderbar, nicht nur an diesen Ort, an dem wir heute sitzen, wo es, glaube ich, auch ganz viel Streit und hoffentlich auch ein bisschen Versöhnung gab, aber besonders versöhnt waren die beiden nicht. Aber das passt ja deshalb vom Überthema ganz wunderbar auch zum britischen Königshaus. Es war Zufall tatsächlich. Ich habe für die ARD ja viele Jahre, 14 Jahre gearbeitet und ich war als Reporterin unterwegs tatsächlich für einen Film dazu. Und dann hat das super geklappt, die waren begeistert und dann wurde entschieden, ja, es gibt eine große Übertragung, willst du da nicht mitmachen? Das begann dann erst mit royaler Berichterstattung im schwedischen Königshaus. Mein erster großer Einsatz über mehrere Stunden war die Hochzeit von Kronprinzessin Victoria. Und damals habe ich zusammengearbeitet mit Rolf Seemann-Eggebert, Ja. einem wundervollen Menschen und großartigen Adelsexperten. Und bei ihm stimmt das Wort wirklich. Also von diesem Mann, darf ich sagen, habe ich ganz viel gelernt. Und ja, wir haben dann unsere Reise gemeinsam begonnen und ab da unglaublich viele Sendungen moderiert, über Stunden und Stunden. Manchmal haben wir eine Woche irgendwo gesessen und moderiert. Oder ich bin der Queen hinterhergereist, ich bin Charles hinterhergereist, oder auch den Jungs. Also ganz viel war das meine Ach, Welt. traumhaft für Royal-Fans. Ja, Und das stimmt. die Vermählung von Victoria, sehr ergreifend fand ich damals, wo sie nun endlich gekriegt hat. Also wirklich ein Märchen. War es, wobei es war auch ein Märchen mit kleinen Blessuren. Es war nämlich so, dass damals alle sehr kritisch waren, weil sie nun diesen Fitnesstrainer heiratete und alle erwarteten irgendwie, da könnte doch was ganz anderes kommen. Aber sie hat sich diesen Mann ausgesucht. Dann wurde noch bekannt, dass er sehr, sehr krank ist. Der hat ja eine Herzerkrankung. Und da ist ganz viel geschrieben worden, bestimmt auch Sachen, die nicht leicht waren für dieses sehr verliebte Paar. Und die sind aber ganz doll gewachsen an dieser Situation. Er ist ganz fantastisch umgegangen, hat vielen Mut gemacht mit seltenen Krankheiten, mit Herzerkrankungskrankheiten, hat sich total gefunden in dieser Rolle als Vater und trotzdem auch als, ja, als Ehemann, der ganz aufrecht neben seiner Frau steht. Das ist ja immer ganz, ganz schwierig in diesen royalen Beziehungen. Siehe Harry und Meghan, wer findet da welche Rolle und wer kommt damit zurecht oder nicht. Und dass die sich so gefunden haben, das ist am Ende wahrscheinlich, ja, das ist nicht nur ein Märchen, das ist wahrscheinlich auch viel Arbeit. Aber es haben sie toll gemacht. Gut, Beziehung ist ja immer Arbeit, wie wir auch leider als Ja, Normalsterbliche feststellen absolut. müssen. Aber Sie haben schon ein Stichwort gegeben. Alle haben ja The Crown wahrscheinlich gesehen und Elisabeth hat wahrscheinlich auch bereut, dass sie damals Charles nicht hat Camilla heiraten lassen und so weiter. Das ist ja jetzt aufgeweicht, also man vermischt das blaue Blut auch mit bürgerlichem Blut und in verschiedenen Königshäusern ja in Europa. Manchmal geht es gut, manchmal geht es nicht gut. Bei Kate und William denkt man ja klar, also die Kate, die liebt den Mann, die will den Job, die macht den Job. Und es gab ja nun auch die große Hoffnung mit Harry und Meghan. Sie Schauspielerin, natürlich Amerikanerin, da gab es natürlich schon einen Fall in der Familie, an den das erinnerte, aber man dachte, okay, die geht mit dieser Aufmerksamkeit auch gut um. Aber nun, was nun, Frau Höppner? Das ist natürlich ein ganz spannender Fall. Erstmal zu dem Fakt, dass heute bürgerlich geheiratet wird, daran kam die Monarchie ja gar nicht mehr vorbei. Also wenn man zurückguckt, auf wie viele unglückliche Ehen schaut man da, auch auf wie viele ungünstige Verbindungen, die am Ende tatsächlich auch nicht so geeignet waren. Also wenn immer nur jemand seine Cousine heiratet, das kann auch auf die Dauer so gar nicht gut sein. Insofern, irgendwann musste sich die Monarchie stellen, dass sie in die Neuzeit müssen. Natürlich darf man dann auch kritisch fragen,
was ist denn eigentlich Monarchie? Ja? Wobei wir ja sagen, wir haben heute auch Staatspräsidenten, auch das sind einfach Repräsentanten. Somit erkläre ich mir das immer, dass sie einfach eine neue Funktion bekommen. Sie sind eben nicht mehr ob qua Geburt auf dieses Amt gebracht, sondern sie haben repräsentative Funktionen. Und das ist ja auch unglaublich wichtig, wenn man überlegt, wie viele Charity-Organisationen unterstützen die. Ohne die britischen Royals und überhaupt diese royalen Familien gäbe es viele Organisationen nicht. Das darf man immer gegenhalten, wenn man die Finanzrechnungen aufstellt, wollen wir uns das überhaupt noch leisten. Und trotzdem, und da komme ich jetzt zur Frage, steht das britische Königshaus vor größten Herausforderungen, wahrscheinlich vor der größten seit eh und je, überhaupt diesen ganzen alten Kasten jetzt in die Neuzeit zu bringen. Die Welt hat sich verändert, sie ist bunter geworden, sie ist viel globaler geworden, sie ist enger geworden durch Social Media. Jedes Wort, jedes Bild wird heute in die Welt geschickt und wird bewertet. Und damit meine ich nicht, ob König Charles einen Kugelschreiber nicht findet und dann ärgerlich wird oder so, sondern es geht um viel größere Fragen. Wie stellt man sich wichtigen Themen wie Modernisierung? Wie geht man um mit Rassismus? Wie geht man um mit diesem, ja, diesem britischen Kolonialismus, den es jahrelang gegeben hat? Ein Thema, das die Queen sehr ausgeschwiegen hat. Jetzt ist das Thema ganz groß wieder da. Mhm. Und König Charles hat da echt viel zu tun. Und Harry und Meghan hätten die große Antwort sein können, meiner Meinung nach. Das ist eine hochkluge Frau, eine Frau, die total spannende Akzente setzt, die sehr emanzipiert ist, die wirklich für Frauenrechte auch früher schon gekämpft hat. Man darf ja nicht vergessen, als junges Mädchen schreibt Meghan an die Werbeindustrie, ich bin nicht einverstanden mit dem Frauenbild, das sie in die Welt posaunen, das müsste geändert werden. Und es wurde geändert, ein junges Mädchen. Und die mit ihrer Mutter mehr oder weniger allein groß wird, die wirklich kämpfen gelernt hat. Das ist eine spannende Persönlichkeit, aber eine Persönlichkeit, die auf große Schwierigkeiten gestoßen ist in diesem Palast, in diesen engen Mauern. Und eigentlich zeigt der Fall ganz gut, wie hart das Leben doch hinter Palastmauern ist. Aber hätte sie das nicht wissen müssen? Das kann man auf jeden Fall diskutieren, hätte sie das wissen müssen. Ich glaube, in voller Konsequenz weiß man das so nicht. Und da kann man ganz gut Kate und Meghan vergleichen. Kate war immer auf einer Schule für bessere Töchter, kann man sagen. Also wer auf diese Schule geht, macht erstmal einen guten Abschluss und zweitens eine gute Partie. Ja. Also mit irgendjemandem wäre Kate da auf jeden Fall rausgegangen, der mindestens mal irgendwo ein großer Chef ist. Ja. Dass es dann gleich der Chef von ganz oben ist, gut, da hat sie gut gegriffen. Und sie wollte ja auch diesen Mann, sie hat ihn sich erobert. Es war schon so, dass sie klar gesagt hat, den möchte ich, für den kämpfe ich. Und gegen alle Widerstände, denn William hat sich ja sehr gewehrt. Und trotzdem kam es dann zu der Ehe. Das heißt, diese Frau hat eine ganz andere Haltung, auch zu solchen Situationen, wo es mal eng wird und wo es mal schwierig wird. Und sie hat eine ganz andere Erziehung der Anpassung gelernt. An dieser Schule, in ihrem Elternhaus, in einer Firma. Dagegen ist Meghan ein rebellisches junges Mädchen und die hat sich wahrscheinlich voller schönster Naivität, wie man sich in Liebesbeziehungen stürzt, da reingeworfen. Und klar kann man kritisch sagen, sie hätte sich viel mehr angucken müssen, in was sie da geht. Aber sie war halt auch einfach verliebt und wahrscheinlich hat sie gedacht, ich schaffe das. Wie wenig sie das am Ende geschafft hat, hat sich ja jetzt gezeigt. Ich weiß nicht, ich bin nicht so, ein Meghan-Fan, weil sie ist ja kein Mädchen mehr. Sie war ja erfolgreich auch in dieser Serie. Und wenn man da drin bleiben will, sie kennen das Fernseh- und Filmbusiness ja auch ein bisschen. Also da muss man schon dranbleiben und kann da nicht naiv reinstolpern. Also ich glaube, sie hat unterschätzt, dass sie nicht so viel zu sagen hat dann im Königshaus und dachte, ich komme und sag denen mal, wie gut das Marketing geht und wie man hier alles umbauen kann. Und ich glaube, das ist meine Sicht. Und ja. Kate, klar, sie passt sich an, aber es ist ja auch schlau. Sie setzt ja doch ihre Sachen durch, sie erzieht ihre Kinder, wie sie will. Sie bezieht ihre Eltern mit ein. Die ist ja noch mal eins drauf von Diana, wenn man mal so will, die ja wirklich da reingeworfen wurde in die Familie, bloß weil sie adelig war und sehr, sehr jung und unerfahren. Also vielleicht wirklich auch, was will man? Will man den Mann, will man sein Glück und sein eigenes Glück haben
Oder wie geht man damit um? Das ist eine total spannende Frage und wahrscheinlich könnte man sich über für und wieder wirklich die Köpfe raufen. Mhm. Da wird eins bei Kate gerne vergessen. Kate ist ganz, ganz kritisch gesehen worden in Großbritannien. Und für Kate war der Fall Meghan ihr Glücksfall. Mhm. In Großbritannien haben die Zeitungen sie immer wieder angegriffen. Sie wäre zu wenig engagiert, sie wäre eben nicht Diana. Sie wäre eben sehr fokussiert auf sich und ihr Leben. Sie wäre nicht so engagiert genug, sie würde nicht genügend Akzente setzen, sie würde nicht genügend Organisationen unterstützen. Da werden ja dann knallharte Rechnungen aufgestellt. Ja. Also für sie ist es die Chance gewesen zu zeigen, ich bin da und ich stehe ein. Das, was die Queen immer gesagt hat, dieser Job ist eine Verpflichtung und das zeigt Kate bravourös. Meghan hat, glaube ich, Ruhm gekannt und roten Teppich und Aufmerksamkeit, aber auch immer ihre Bühne gehabt und die musst du dir, wenn du in dieses Haus einheiratest, eben teilen. Das glaube ich ganz sicher, dass sie das nicht wollte. Ich glaube aber eben, dass sie da durchaus nicht mit Berechnung, sondern mit zu viel Naivität dran gegangen ist. Und da nehme ich sie soweit schon in Schutz. Ich nehme sie aber dann überhaupt nicht mehr in Schutz, wenn es um die Frage geht, wie ist das dann weitergelaufen? Ja. Weil das, glaube ich, ist nachhaltig tatsächlich nicht nur für diese Institutionen ein Riesenproblem. Kann man immer sagen, Mensch, da haben sich junge Leute freigemacht und ihre Entscheidung getroffen, gut so. Aber für dieses Haus ist es natürlich ein Drama. Und ich glaube am Ende tatsächlich auch für diesen jungen Mann, für Harry, der wahrscheinlich noch gar nicht weiß, was er alles später mal vermissen wird. Ja, vor allen Dingen, ich fand ja den Befreiungsschlag auch gar nicht so schlimm. Und dachte ich auch, klar, sie kommt nicht mit der Rolle in eine Position, sie hält das nicht aus, das kann jeder irgendwie verstehen. Aber warum hauen die immer wieder drauf von der Ferne? Das Königshaus sagt ja gar nichts, sie sagen ja gar nicht, ja, die blöde Kuh und die lügt und so. Die äußern sich ja nicht, natürlich wie seit Jahrhunderten. Offensichtlich auch die Strategie von Elisabeth. Aber warum hauen die immer wieder drauf? Also man darf nicht vergessen, dass es dieses, die hauen immer drauf, auch im Vorwege schon gab. Ne? Mhm. Diana hat das so gemacht, Charles hat das in schwierigen Phasen übrigens auch immer mal wieder gemacht. Schon in sehr jungen Jahren hat er ein Buch geschrieben über seine schwere Kindheit. Das ist, das war ein ganz schöner Hammer. Also er hat es autorisiert. Es ist tatsächlich natürlich viel zu viel, was die beiden da machen. Und es ist so eine, wie eine Rache. Ich glaube aber, und ich bin da immer jemand, der Menschen sehr in Schutz nimmt, die Traumatisches erlebt haben. Mhm. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen, in diesem Ganzen mit einzubeziehen, was Harry als junger Mensch erlebt hat. Und das hat er ja auch sehr offen, das finde ich total wichtig, thematisiert, wie schlimm dieser Verlust war, wie sehr man unterschätzt hat, was man diesen Kindern damals antat, indem man sie hinter dem Leichenwagen herlaufen ließ vor der ganzen Welt eigentlich. Ja. Und wie schamlos er diesen Moment empfunden hat. Mhm. Und ich glaube, er möchte im Nachhinein aufrechnen, was man nicht aufrechnen kann, das, was seiner Mutter passiert ist. Und da ist ganz, ganz viel Schmerz. Ich wünsche den beiden trotzdem Frieden und Ruhe und es kann für alle Seiten nur besser sein, weil wenn die sich so weiter abarbeiten, machen sie sich irgendwann auch so unglaubwürdig und das täte mir für das Paar dann noch mehr leid. Also das, was sie dann wollten, Ruhe, das bekommen sie noch weniger, wenn sie immer mehr diese Schritte gehen und immer mehr. Ein Buch ist ein Buch, aber danach, denke ich mal, muss man irgendwann zur Ruhe kommen. Ja, es wird ja auch kolportiert, dass sie Geld brauchen, deswegen plaudern sie alles aus. Aber was mich noch interessiert, die Queen scheint ja Meghan gemocht zu haben und hat das ja auch befürwortet, die Heirat. Aber hat jetzt dieser ganze Skandal, diese Veröffentlichung und so weiter, sie dann eher ins Grab getrieben oder was meinen Sie? Das glaube ich auf keinen Fall. Ich glaube, so weit darf man nicht gehen. Ich glaube, dass diese Queen was ganz anderes auf den letzten Metern ihres lang erfüllten Lebens geschwächt hat und das war der Tod ihres Mannes. Mhm. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. So ein Ehepaar, meine Großeltern gingen auch ihr ganzes Leben zusammen. Mein Opa war fast 100, meine Oma 97. Und als meine Oma kurz davor starb, hat mein Opa eigentlich nicht mehr gewollt. Mhm. Also er hat sie noch immer gerufen zum Kaffee und dann kam sie nicht und immer die Enttäuschung, sie ist nicht mehr da. Ich glaube, wir alle werden die Bilder nicht vergessen von dieser kleinen Queen, wie sie durch Corona dann auch noch so vereinsamt da sitzen musste und wie sie da ja, getroffen war. Und da ist es eben
die Besonderheit oder auch die Schwierigkeit dieses Berufs, aber das hat sie ja immer getragen durch ihr ganzes Leben, dass kein Moment privat ist, selbst so ein Moment des Abschieds nicht. Mhm. Und so hat die ganze Welt ja daran teilgenommen und da hat man schon gemerkt, wie es diese Frau zusammenhaut. Natürlich, dieser Schmerz, dieser Abschied, auch wenn das eine Ehe war mit allem, was eine Ehe so bietet, nicht nur ohne Schwierigkeiten, aber das darf man natürlich nicht unterschätzen. Also ich glaube, die Queen hat sehr gewusst, dass das jetzt schwierige Zeiten sind. Das war eine zu schlaue Denkerin, als dass sie nicht gewusst hätte, dass es jetzt hochspannend ist. Und sie hat ja versucht, ihre Kinder immer zu schützen. Selbst die, die Sachen gemacht haben, wo man sagen muss im Nachhinein, eigentlich hat das keinen Schutz verdient. Ja. Trotzdem hat sie das immer gemacht, ganz Mama. Also wird sie auch gewusst haben, jetzt kommen schwierige Zeiten. Mhm. Naja, wer will jetzt eigentlich König sein in dieser Zeit? Also ich finde, es ist kein Job, um den man sich reißen möchte. Nee. Charles hat viel zu tun. Ich meine, er hat sich ja um Umwelt schon ganz früh gekümmert, wurde immer verlacht. Jetzt ist er ja absolut in der ersten Reihe mit diesem Thema. Ich hoffe, dass William und Kate noch nicht so schnell ran müssen, dass die vielleicht noch ein bisschen ihre Kinder und ihre Ehe genießen können. Aber was meinen Sie, wir sind ja jetzt beim Thema Streit und Versöhnung. Wird es denn jemals eine Versöhnung mit Harry und Meghan geben oder vielleicht nur mit Harry? Also ich glaube, dass diese Familie eins verstanden hat, dass es eigentlich immer nur zusammen so richtig gut geht. Das ist ja auch so ein bisschen zusammen gegen den Rest der Welt. Also ja. Bei aller Begeisterung für so ein Königshaus bekommen die auch unfassbar viel Gegenwind. Also wenn man nur mal einen Tag guckt, wie viel Schlagzeilen macht so ein Königshaus, also da muss man schon ein dickes Fell haben. Das heißt, am Ende glaube ich schon, das ist Familie und die werden versuchen, wieder zusammenzukommen. Aber die Gräben, die sind, glaube ich, aktiv. Zwischen den Brüdern, zwischen den Ehefrauen, zwischen dem Vater. Also da ist ganz viel böses Blut geflossen und wahrscheinlich noch viel mehr, als wir außen das so mitgekriegt haben. Welche Rolle spielt denn Camilla eigentlich? Sie hat ihn ja gekriegt, also mich hat es ja immer sehr berührt. Die wollten sich haben, die lieben sich seit Urzeiten jetzt. Ist ja auch Königin geworden, aber in welchem Verhältnis steht sie zu den Söhnen eigentlich? Also ich glaube, dass das wirklich die größte Love Story am Schloss ist, die es überhaupt so gab in der jüngsten Zeit. Ich habe das auch irgendwie unglaublich gern gesehen, dass die sich dann am Ende noch finden durften. Ich fand es super bedauerlich, dass sie immer so viel Gegenwind für Optik bekommen hat, da könnte sich Großbritannien schämen im Nachhinein. Ja. Also das habe ich jetzt so pauschal groß gesagt, aber all die, die es geschrieben haben. Ich finde, das ist wirklich ein tolles Paar auf Augenhöhe, die ähnlichen Themen mögen. Was ist Charles belacht worden, als er mal irgendwann sagte, dass er mit Pflanzen spräche? Da musste er sich selbst noch in der Rede so humorvoll hinterfragen, weil alle sagten, der Typ ist irre. Aber es war einfach schon einer mit einem grünen Gedanken und einem grünen Hintergrund. Und das hatte er immer und das hat er geteilt mit dieser Frau, die auch immer schon so war, dass sie Landwirtschaft liebte und Gummistiefel mehr als High Heels. Insofern sind die ein tolles Paar. Ich glaube, dass die Kinder gesehen haben, wie glücklich diese Frau den Vater macht. Und das können Kinder gerne erleben und glaube ich, dann werden sie versöhnlicher. Und trotzdem hat Harry auch immer mal wieder gesagt, wie schwer ihm das gefallen ist, da jemanden zu akzeptieren. Gut, das ist, dann spricht die Kinderseele, das ist auch okay. Aber ich glaube, es ist eine Frau, deren Rolle man überhaupt nicht unterschätzen darf, die da ganz leise im Hintergrund auch sicherlich immer versöhnliche Töne anschlägt. Denken Sie, dass die Queen bereut hat im Nachhinein, dass sie Charles nicht hat Camilla heiraten lassen? Ich glaube, dass es ganz, ganz schwierig ist zu wissen, wie war die Queen wirklich? Was hätte sie gewählt, wenn sie hätte wählen dürfen? Wie war sie wirklich? Wie konservativ? Wahrscheinlich viel konservativer, als wir so glauben. Sie hat ja einige große Entscheidungen getroffen in ihrem Leben für Personen um sie herum. Ja.
die auch wirklich nachhaltige Folgen hatten und die wirklich zu großem Schmerz geführt haben. Also ich glaube, dass man bei dieser Queen immer dran denken muss, dass sie natürlich immer ob ihres Amtes gehandelt hat. Ne? Nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil sie es für richtig hielt. Und sie hat in jüngsten Jahren kennengelernt, was es bedeutet, wenn jemand zurücktritt und was das für die ganze Familie verändert. Das heißt, sie musste so früh ihr Leben umstellen, weil in der Familie sich jemand nicht auf dieses Amt einstellen wollte. Das war für sie ein unglaublicher Einschnitt. Insofern hat sie immer Haltung erwartet. Und ich glaube, dass sie auch im Nachhinein ihre Entscheidungen für richtig erachtet hat. Mhm. Das glaube ich schon. So konservativ schätze ich sie durchaus ein. Aber dass sie auch glücklich war, dass sie später dem Ganzen ihren Segen geben konnte. Ich denke, dass diese Frau auch an neuralgische Punkte kam, wo sie sich hinterfragen musste. Diana war so ein Punkt, wo sie wirklich sehr kritisch gegenhalten wollte und dann irgendwann dieser weltumspannenden Trauer, die da um Diana und diesen Tod rankte, musste sie nachgeben und sagen, okay, ich stelle mich jetzt auch hin und sage, wie toll Diana war, obwohl sie das sicher in dem Moment kaum gefühlt hat. Ja, naja, das ist interessant. Also sie war ja Monarchin und sie war Mutter und Familienmensch. Klar, sie hat ihre Kinder auch immer gleich auf diese Internate geschickt. Sie war ja für Charles auch nicht in den ersten Jahren wirklich da, sondern eher Queen Mom, habe ich aus ihrem Buch auch gelesen. Und das war so. Um Kinder machte man auch nicht so ein Gewese damals. Ja. Jetzt änderte sich aber die Zeit und Diana hat ja auch durchgesetzt, dass sie die Erziehung der Kinder in der Hand hat. Und, aber wie kann man es sehen oder wie kann man es übers Herz bringen, als Monarchin zu entscheiden, obwohl man genau eigentlich weiß, man bricht das Herz der Schwester, man bricht das Herz des Sohnes. Wie geht das? Daran, sie selber so viel Liebe erfahren durfte. Daran merken wir, dass wir überhaupt nicht geeignet sind, Königin zu sein. Das wäre auch kein Job für mich. Da stoßen wir doch direkt an unsere Grenzen. So sind wir nicht groß geworden. Also so freiheitlich, wie wir alle leben dürfen, mit unseren Entscheidungen, ohne ständig den Blick der Öffentlichkeit darauf, vielleicht klar, wenn man im Fernsehen arbeitet, noch mal ein bisschen mehr, aber trotzdem, wenn die Tür zu Hause zu ist, ist sie zu und wenn ich zum Bäcker gehe, guckt auch keiner hin und die gucken, lachen. Aber das ist ja was ganz anderes, als diese Frau erlebt hat. Das heißt, Haltung, Disziplin, das sind ganz andere Dinge, die wir versuchen, aus unserem Blickwinkel zu verstehen. Aber sie hat Disziplin und Haltung ganz anders erfahren und leben müssen. Ich meine, die ist so jung gewesen, als sie in diesen Job gekommen ist, reingestolpert, verbunden mit diesem Verlust des Vaters. Das ist ja für jede Tochter ein Horror. Und dann heißt es auch noch, komm zurück. Die waren ja gerade ein bisschen so Art Flitterwochen nochmal Nummer zwei und waren da in ihrer Zeit und plötzlich sollen sie zurückkommen und ab da verändert sich das Leben. Und auch in dieser Beziehung verändert sich alles. Der Ehemann muss plötzlich hinter der Frau gehen. Das hat der Philipp immer bewitzelt, ne, dass er drei Schritte hinter seiner Frau laufen muss. Also plötzlich ändert sich alles. Und ich glaube, man muss diesen ganzen Kontext sehen, um zu begreifen, warum diese Entscheidungen auch sehr hart waren. Wenn wir uns die Queen angucken, die ja dann doch das ganze Land, die ganze Welt, also ich war auch traurig, weil man konnte sich gar nicht vorstellen, dass die nicht mehr ist, weil sie ist ja unser ganzes Leben lang immer da gewesen, ja doch bewundert haben dafür, dass sie immer durchgehalten hat, dass sie immer da war als Konstante. Und vielleicht auch in der heutigen Zeit, wo alles so vage ist und jeder hat seine Ideen und heute kann ich nicht und heute ist mir nicht so und mir fällt nichts ein, so unkreativ, dass die Queen wirklich auch eine Rolle hatte, die Vorbild war. Und wo man sich sagen könnte, ja, so ein bisschen Disziplin und Ernsthaftigkeit fehlt der Welt heutzutage. Also ich glaube, dass das viele genau an ihr begeistert hat tatsächlich, allein diese Haltung. Wir machen das hier ab ohne viele Worte eigentlich, nicht? Bis auf so ein paar politische Ansprachen und sehr seltene, privat anmutende Momente hat man ja von der Queen eigentlich wenig gewusst, weil sie keine Interviews gab. Insofern liegt da viel im Raum der Interpretation und man kann natürlich viel schließen,
aus Gesprächen mit Menschen um sie herum. Also ich habe mit einem Leibwächter von ihr gesprochen und wie sie war, wenn die Türen sich schlossen. Und dann hat er mal berichtet, dass das Erste ist, sie zöge ihre Schuhe aus und pfefferte sie in die Ecke. Man konnte sich das gar nicht vorstellen. Und dass sie dann immer sehr froh war, wenn zu war und sie dann so eine gewisse Leichtigkeit bekam. Also so aus solchen Eindrücken ziehen wir ja das ganze Vorbild. Ja, ich glaube, dass das durchaus interessant ist, das mal zu beleuchten. Inwieweit kann so eine Person, von der man auch vieles sehr, sehr kritisch sehen muss, und auch das ist ja jetzt gerade im Zuge dieses Thronwechsels sehr thematisiert worden, dass man diese ganze Institution sehr kritisch beäugt. Ja. Und trotzdem ist diese Diskussion oft so geführt worden, man sieht es kritisch, und trotzdem bewundert man auch vieles an dieser Frau. Und ich glaube, das darf man auch so sehen. Man darf diese Monarchie auch kritisch bewerten, beurteilen, aber auch trotzdem Respekt haben vor dieser Lebensleistung. Und das habe ich auf jeden Fall. Hm. Na, sie hat ja auch ziemlichen Humor gehabt. Also schon, ich glaube, die Olympischen Spiele, wo sie mit James Bond aus dem Hubschrauber sprang, oder jetzt mit Paddington Bear, das hat mich auch sehr gefreut. Hm. Das ist ja auch ein Zeichen an die Massen, es ist ja auch was Versöhnliches. Total. Wie ist Ihre Einschätzung, wie wird es mit dem Königshaus weitergehen? Wird es existent bleiben? Wird es viele Veränderungen geben? Wie sieht die Zukunft aus? Das wird total spannend. Ich glaube, dass wir jetzt wirklich gerade in so einer Umbruchzeit sind und dass die Fragen an dieses Königshaus, die werden immer lauter werden, glaube ich. Wie positionieren Sie sich, wie verhalten Sie sich zu den Ländern, die der Krone inzwischen kritisch gegenüberstehen, obwohl sie so unter dem Dach der Krone stehen. Das heißt, das wird hochinteressant. Wie werden die sich da verhalten, auch bei Besuchen, die Bilder, die da in die Welt gehen, die Sprachlichkeit, das Auftreten, das muss sich alles verändern. Das hat immer noch so was Großherrschaftliches, was überhaupt nicht mehr in die Zeit passt. Und spätestens die neue, jüngere Generation wird da ganz deutlich neue Zeichen setzen müssen. Und William und Kate haben es ja auch schon erlebt, dass sie völlig falsch verstanden wurden bei einem ihrer Besuche. Das heißt, es gibt gerade sehr viel Bedarf, Dinge zu verändern. Und ich glaube, dass Charles schon davon einiges anpacken wird. Er hat ja schon gesagt, er will die Monarchie verschlanken, er will einsparen, er will auch auf kritische Themen gucken, er will auch das Thema Rassismus angehen, hochwichtig. Insofern glaube ich, steht dieser Monarchie vor einer Umwandlung, aber bestehen wird sie, glaube ich, durchaus. Vielen Dank, Frau Wagner, für das Gespräch, und ich hoffe, wir sehen Sie noch bei ganz vielen royalen Hochzeiten. Dankeschön. Ja, das wären die schönsten Anlässe. Lieber die Hochzeiten als die Beerdigung. Das stimmt. Vielen Dank. Dankeschön.